Я по-немецки научился жить, как жмоты. Я по-французски 20 лет такси водил. По-негритянски я танцую все фокстроты. А по-английски, как сапожник, виски пил. А почему? А потому что я покинул Ленинград. Wenn ich durch Charlottenburg laufe, stelle ich mir jedes Mal vor, wie es hier damals ausgesehen hat, als Berlin die Stiefmutter der russischen Städte genannt wurde. Nach der russischen Oktoberrevolution 1917 flohen viele Russen vor dem Bürgerkrieg oder vor der Verfolgung durch die Bolschewiken nach Berlin. Mit 360.000 russischen Emigranten wurde die Stadt damals zur russischen Diaspora. Die meisten kamen in den neuen Westen Berlins, nach Wilmersdorf und nach Charlottenburg. Darunter berühmte Künstler, Journalisten und Schriftsteller wie Wladimir Nabokov, Maxim Gorki, Marina Tsvetaeva und viele andere. Um den Prager Platz entstand ein Zentrum russischer Intellektueller, Buchhändler und Verleger. Die Straßen in Charlottenburg strotzten nur so vor russischen Läden, Cafés und Restaurants. Es wurden russische Banken und Bildungseinrichtungen eröffnet. Etliche russische Taxifahrer fuhren durch die Straßen. Überall erblickte man russische Plakate und Aushänge. Die Busschaffner riefen auf dem Weg zum Nollendorfplatz die Haltestelle Russland aus. Die russische Atmosphäre war in den 20er Jahren so präsent, dass viele Berliner Charlottenburg damals spöttisch Charlottengrad nannten. Auch zahlreiche Künstler belebten das kulturelle Leben der russischen Exilgemeinschaft und bereicherten die Berliner Avantgarde in Musik, Tanz, Literatur, Theater und in der bildenden Kunst. Потому что я покинул Ленинград, а потому что я сегодня иммигрант. Мы по планетке прошагали с Богом в ногу. Я часто этого попутчика бронил. Das russische Theaterleben in Berlin ist ein uferloses Thema. Die ersten Vorstellungen fanden schon 1919 gleich nach der Revolution statt, aber später entstanden auch selbstständige kleine Theatergruppen, so zum Beispiel die Blaue Bluse oder russisches romantisches Theater oder der Blaue Vogel. Blauer Vogel war so populär und bekannt, dass sogar Schallplatten wurden verkauft mit den Aufzeichnungen der Vorstellungen. Es waren sehr viele auch Kasakenchöre plötzlich, Balalaika-Spieler und in dieser ganzen Szene auch zwei Balletttruppen. Im Grunde genommen war sehr oft auch kirchliches Leben ein Teil des kulturellen Lebens der Emigranten. Denn die russisch-orthodoxe Kirche ist ja für russische Emigranten auch ein Fenster in die Kultur Russlands gewesen. Die orthodoxen Kirchen haben Konzerte ermöglicht, die geistliche Musik. Die orthodoxen Kirchen haben Wallfahrtsveranstaltungen, religiöse Veranstaltungen hier geboten und auch das religiöse Leben der russischen Immigranten ermöglicht. Ende 1923 war dieser Prozess rückläufig. Die einen siedelten in andere Länder um, andere gingen zurück nach Russland. Das kleine, aber aktive russische Kulturleben in Berlin hörte auf zu existieren. Die nächste größere Zahl russischer Berliner erschien erst mehr als 60 Jahre später, als die Mauer fiel und eine Vielzahl an Emigranten aus der Sowjetunion ins wiedervereinigte Deutschland strömte. So erinnert man sich heute noch, wenn auf den Straßen rund um den Kudamm russisch gesprochen wird, an Berlins russische Blütezeit der 1920er Jahre.